Und da ist die Brandbestienkönigin doch dahin. Und ich auch, hä? Von wem? Woher? Wer hat mich denn jetzt erschossen? Ah, guck mal, von zwei Lootadlern gleichzeitig aufgehoben hier. Sehr schön, Freunde. Würdest dich reizen, Gerrit, ewig zu leben? Ich sag dir ganz ehrlich... Kommt drauf an, ob ich arbeiten muss die ganze Zeit oder nicht. Ich würde gerne ewig leben. Also für mich würde sich auch als Vampir relativ wenig an meinem Lifestyle ändern. Einzige, ich müsste halt... Ja, ich müsste Blut trinken, ja, das ist halt dann... Du hättest halt Superkräfte, ne? Ja, aber ich müsste dann in ständiger Angst vor Blade leben, Gerrit. Dann kommt der Daywalker und killt mich, während ich 76 zocke. Ja, oha, okay. Sehr geil. Nein, nein, nein. Der ist von uns? Kai vom Berg ist von uns? Nein. Das ist ein Spieler, den ich nicht in der Freundesliste habe und bei dem steht VTG auf dem Camp. Und das sieht auch noch geil aus, das Camp. Ey. Das ist ja mal geil. Wisst ihr, das sind die Momente... Das sind diese Momente, die ich liebe und die zunehmend rar gesät sind. Weil ich problematischerweise, glaube ich, so ziemlich jeden Voltec Germany PC-Spieler auch inzwischen in der Freundesliste habe. Insofern, wie gesagt, sind diese Situationen hier sehr, sehr selten. Das ist ja mega. So, und das sieht auch schon mal richtig gut aus. Ha, seht ihr, Freunde, VTG steht eben doch noch für Qualität. Und ich sehe direkt einen Enklaventeppich. Hör mal, mein Herz blüht auf. Na, haben wir denn schon Weihnachten? Eieiei. Okay, cool. Hier hat er seine Werkstatt. Und auch sein... Okay, hier hat er wahrscheinlich dann genau den Generatorraum. Kleiner Anbau für den Strom. Könntest du eventuell nochmal überdenken? Ich weiß nicht, ob du gerade zuschaust, mein lieber Kai von Berg. Kai von de Berge. Aber es gibt ja jetzt diesen neuen Stromgenerator. Den könntest du eventuell mal ein wenig zentraler hier im Haus platzieren. Dann kannst du dir diesen Anbau ersparen oder du kannst den Raum eben anderweitig nutzen. Okay, hier hast du irgendwie ein kleines Badezimmer. Ich glaube, er wird hier auf jeden Fall auch an die Grenzen seines Baubudgets stoßen. Boah, aber das sieht schon schön aus hier. Sehr unüblich, aber auch sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay, Schlafzimmer. Okay, vielleicht dann doch alles ein wenig zu transparent. Wenn die Kinder hier spielen und der Papa mit der Mama hier zugange ist in dem Raum. Ah, weiß ich nicht. Okay, und hier. Ja, ich glaube, hier würde mir besser gefallen, wenn es hier kein Dach wäre, sondern ein Boden. Könnte man auch drüber nachdenken, das auszutauschen. Ja, aber per se... Also wirklich ein sehr schönes Gebäude und hier haben wir noch eine kleine Terrasse, oder was? Genau, eine kleine Terrasse mit Whirlpool. So, wie sieht das Ganze von hinten aus? Schön nochmal mit den Siegessäulen hier. Okay, da ist kein cooler View möglich. Wegen der Bäume. Ja, wie gesagt, ich glaube, diesen Generatorraum, den kannst du dir jetzt hier inzwischen sparen, mein lieber Kai. Vor dem Hintergrund, dass du mit diesem neuen Stromgenerator aus dem Atom Shop... das ganze Gebäude mit Strom versorgen kannst, ohne eine Stromleitung verlegen zu müssen. Ich meine, ja, du brauchst natürlich ein bisschen Strom für solche Automaten hier. Aber kann man dann auf jeden Fall ein ganz klein wenig eleganter lösen. Aber ein sehr schönes Camp. Sehr schön, sehr schön. Ich bin begeistert. Ich bin sehr begeistert, mein lieber Kai vom Berg. Boah, ich weiß nicht, Freunde, ich kann es wirklich nicht mehr sehen. Ich kann es wirklich leider nicht mehr sehen. Ich habe sie mir auch gekauft und ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, irgendein Camp abzureißen, um dann stattdessen hier dieses Prefab-Gebäude zu nutzen. Aber jetzt so retrospektiv bin ich sehr, sehr glücklich damit, dass ich das nicht getan habe.